Sie hören Der verbotene Wunsch, die vier Göttergaben von Stefanie Hasse, gelesen von Chantal Busse. Prolog. Von da an gab es im Zentrum des Imperiums, den ehemaligen Midlanden, zwei Herrscher, einen Prinzeps und eine Prinzeppa. Sobald der Sohn des Prinzeps und die Tochter der Prinzeppa ihre Wünsche schreiben dürfen, wird die neue Generation zu Prinzeps und Prinzeppa gekrönt. Die weißhaarige Amme wartete aufmerksam, bis die beiden Achtjährigen verstanden. Die Augen des kleinen Valerian begannen zu leuchten und er stupste Marlena so fest an, dass sie beinahe von ihrem Sitzpolster fiel. Sie beschwerte sich lautstark, bis er sich entschuldigte. Zufrieden richtete sie sich wieder auf und zupfte ihre helle Tunika zurecht. »Dann kann ich mir meinen Wunsch aufbewahren, bis ich Prinzeppa bin, oder Nim?« schlussfolgerte Marlena und der Stoff ihres Gewandes raschelte, weil ihre kurzen Beine vor Aufregung wackelten. Bis sie nach wenigen Atemzügen enttäuscht zusammensackte. »Als Prinzeppa habe ich doch bereits alles. Was soll ich mir dann noch wünschen?« Valerian munterte seine Ziehschwester auf. »Wir werden etwas finden. Etwas, das sich keine Prinzeppa vorher gewünscht hat. Und auch kein Prinzeps. Wir werden die Ersten sein.« Die beiden lächelten einander an und in ihren Köpfen spannen sich die wildesten Gedanken zusammen. Daher achteten sie nicht auf die Amme, die niedergeschlagen zu Boden blickte und die Lippen fest zusammenpresste, um die Worte nicht herauszulassen, die sie der Erbin am liebsten zugerufen hätte. Sie hatte dieselben Aussagen bereits gehört, als der amtierende Prinzeps und die verstorbene Prinzeppa in dem Alter der Kinder waren. Und doch hatte sich seitherein gar nichts verändert. Die Amme sah den beiden mit sorgenvollem Herzen hinterher, räusperte sich, als die wutverzerrten Blicke von Valerians Wachen Marlena streiften, die sie bereits wie ihre Ahnen behandelten. Dabei war sie noch ein unschuldiges kleines Mädchen. In ihrer kindlichen Naivität glaubte sie an jedes Mal Valerians Ausflüchten, dass die Wachen, überwiegend seine männlichen Legionäre, aber hin und wieder auch Marlenas Gardistinnen, nur schlechte Laune hatten. Oder zumindest wollte die Kleine es glauben. Der Arme zerriss es immer wieder aufs Neue das Herz. Kapitel 1 Marlena 12 Jahre später. Die ersten Sonnenstrahlen krochen durch die mit Ornamentgittern geschmückten Rundbogenfenstern ins Innere des Palastes. Marlena hatte sich bereits eingekleidet und schlich aus ihren Gemächern auf den Flur, stets darauf bedacht, nicht den geringsten Laut zu verursachen. Der Geruch nach Sandelholz folgte ihr, während sie den Beutel mit duftenden Holzspänen, einem Räucherschälchen und einer Kerze unter ihrer Toga verbarg. Es gab lediglich diesen Geruch, der ihr von ihrer Mutter geblieben war. Sie kannte die ehemalige Prinzeppa nur von dem einzigen Porträt in der Ahnengalerie, von dem sie sicher war, der Maler hätte sie nicht annähernd richtig eingefangen. Der finstere Blick, mit dem er Antea verewigt hatte, konnte niemals der Person gehören, von der ihre Amme Nim ihr immer erzählt hatte. Aber was wusste Marlena schon? Sie war nicht einmal 3 gewesen, als ihre Mutter das grausame Schicksal ihrer Ahnenden ereilt und sie einen frühen Tod gefunden hatte. Heute jährte sich dieser Tod zum 16. Mal. Für alle anderen im Palast war die ehemalige Prinzeppa nur ein Porträt in der Ahnengalerie, wie es die Statuten vorsahen, wie es seit jeher gehandhabt wurde. Doch Marlena hielt noch immer an ihr fest, dachte an sie.